Okay, den Turm hier müssen wir beschützen. So, bei der Karte ist so ein Ding, wir können eine Kaserne bauen lassen, die dann er hier für uns baut. Ich bin nicht ganz sicher, wie das genau funktioniert, aber es ist so. Und wir können Pilze anbauen, aber wir können nicht bestimmen, wo sie gebaut wird. Komm, wir müssen jetzt schon es irgendwie ausnutzen, dass das dunkle Volk auf, dass die Schamanen halt auf dunklem Land sich aufladen. Das kannst du halt als Mensch voll ausnutzen. Wenn du als TV einen Turm auf grünem Gebiet von dir. Das Ding ist, dass es halt nicht, das Ding ist, wir haben die Spieldateien verändert, beziehungsweise, was heißt wir? Es gibt eine extra Datei, die extra auch bei dieser Map mit dabei war. Ich habe das jetzt halt übernommen, beziehungsweise ein bisschen angepasst für Settlers United. Dark Mirror hat es auch als Grundlage verändert. Diese Datei ermöglicht halt, dass die Baustellen von bestimmten Gebäuden der Römer existieren können. Sonst würde das Spiel halt direkt abstürzen. So stürzt es nur ab, wenn man auf die Baustelle dann draufklicken würde. Das ermöglicht aber, dass man dann ein Map-Skript hat, das dann die Baustelle sieht, abreißt und irgendeine Aktion ausführt, die daran geknüpft ist. Wir müssen auf die Kaserne, damit das Menü ist, und dann müssen wir auf das hier klicken. Das hier tat aber nichts. Nee, so kamen wir nur an Soldaten. Ich weiß nicht mehr, wie man dunkle Gärtner oder Schamanen hier rekrutiert hat. Was, finde ich, die Karte ein bisschen anstrengend zu spielen macht, ist halt, dass die DV-Gebäude keinen Sichtradius haben. Das ist sehr schwer, einen Überblick über sein eigenes Gebiet zu behalten. Ganz auch einen Aussicht zu verbinden und auch auf feindlichen Gebieten. Woher weißt du sowas? Weil ich bin mir sicher, dass dafür nichts eingeplant ist. Okay, Stein. Ja, okay. Genau, die beiden waren über Gebäude gelöst. Steinmetz bauen ist Schamane und das ist dunkler Gärtner. Das alles müsste selbst ohne modifizierte Building-Info gehen. Also normalerweise ohne modifizierte Building-Info stürzt ihr das Spiel einfach sofort ab. Wir können es ja einfach mal probieren. Weil das funktioniert natürlich jetzt nicht. Das war zum Scheitern verurteilt, weil es gar nicht in meiner... Das war ja gar nicht in meinem Gebiet. Wenn du auf dem Land von einem anderen Spieler baust. Ja gut, das ist natürlich eher die seltenere Konstellation, wenn man sowas testet. Wobei doch, ich habe nämlich ja auch... Ich arbeite ja auch mit Dummy-KIs in Dark Mirror. Und da habe ich eigentlich immer zuerst getestet. So, mal gucken, was die KI jetzt damit macht. Und vor allem, bei einer Römer-KI ergibt das ja Sinn, dass das funktioniert. Aber was ist mit, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja theoretisch nur Römer-Gebäude hier zur Verfügung, was, wenn ich das jetzt in einem Wikinger-Gebiet baue? Ich würde auch grundsätzlich keine Karte... Okay, krass. Tatsache. Ja gut, aber dann musst du halt trotzdem, wenn du das ohne die Building-Info XML machen möchtest, musst du halt trotzdem es dann darum planen, dass die ganze Map von einer verbündeten KI halt mit verwendet wird. Wow. Das ist interessant zu wissen. Funktioniert es auch mit Türmen? Weil ich muss ja im Prinzip mit Türmen arbeiten können. Es ist interessant. Ja, das wusste ich nämlich tatsächlich auch noch nicht. Also wenn ich jetzt hier einen Turm hinbaue, funktioniert das auch. Er behandelt es aber... Okay, der Turm, den behandelt er wie mein Gebiet. Und plötzlich wird es noch mehr Brainfuck. Jetzt möchte ich das aber sehen. Kann er das jetzt überhaupt bauen? Weil der Turm selber gehört ja offiziell mir.
Ich habe hier drauf geklickt. Nee, ich glaube, da passiert nichts mehr. Okay, so kann man also als dunkles Volk dunkles Land besitzen. Interessant. Aber ergibt Sinn, dass das Spiel sich so verhält. Es hat irgendwie trotzdem versucht, die Gebäude zuzuordnen. Also in anderen Worten, der Turm existiert auf ihrem Gebiet, gehört aber mir und nimmt für mich auch Land ein. Okay, wo ist mal Gebiet, was die nicht brauchen? Das Problem ist auch immer, dass ich glaube, dass es relativ zufällig ist, ob das funktioniert mit dem Pilzfarm setzen. Deshalb war das eigentlich mit das erste, was ich gemacht habe, halt, dass das gezielt funktioniert. Okay, ja. Also ich glaube, nee, das hat nicht mal was mit der modifizierten Building-Info zu tun. Der würde auch mit der Pilzfarm hier ein kleines Haus bauen. Es ist nur so, dass halt hier auf der Karte kleines Haus, Baustelle abreißen und halt. Und halt da was anderes hinsetzen. Interessant, also das dunkle Volk kann Siedler haben. Ein bisschen kaputt. Aber dass man Aussichtstürme bauen kann auf die Weise, ist interessant zu wissen. Warte, wir können ja auch bei Gegnern das machen. Selbst wenn es menschliche Spieler sind. Okay, das ist ein bisschen OP. Frage ist, baut die KI die jetzt überhaupt? Ich glaube, die KI war schon ziemlich handlungsunfähig. Aber doch, die baut den. Tatsache. Die Gegner würden alles für dich bauen, was du willst. Ich meine, wenn man das zu einem Feature machen will, könnte man zum Beispiel so Sachen wie dir die Gebäudefahne sogar noch wahrscheinlich ein bisschen verschieben. Und vielleicht sogar das Spiel überzeugen, halt entsprechende Grafiken an den Orten zu laden. Ja, die können jetzt kein Weizen mehr anbauen, da hast du recht. So, jetzt geht nämlich, genau, jetzt geht der Römer natürlich hier rein. Ganz toll, weil damit macht er mir jetzt wieder meine Aussichtszimmer kaputt. Wahrscheinlich, denke ich mal. Oder zählt das nicht, weil das meine sind. Jetzt bin ich gespannt. Der bleibt einfach stehen. Geil. Das interessiert die KI einfach auch nicht. Das interessiert auch einfach meinen Turm nicht. The more you know. Was wäre, wenn man jetzt per Skript den einen Abkürzungszauber auf den Aussichtsturm auslösen wird? Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar das Gebäude zerstören kann, weil das Gebäude auf dunklem Land gebaut wurde und dunkles Land als Grundlage nimmt.
dafür, ob es gebaut werden kann. Also. Oder das interessiert das Spiel halt trotzdem nicht, oder es stürzt halt ab, weil dann merkt, Moment mal. Kannst du es bitte weiter analysieren und ein YouTube-Video darüber machen? Vielleicht sollte ich das, ja. Du hast ja mal ein Video über den unbekanntesten Hit im Spiel gemacht, aber ich würde fast das noch unbekannt. Ich glaube, ein paar Mapper haben das ja schon zu ihrem Vorteil genutzt. Aber zu der, zum Kartenauswahl-Glitch habe ich ja rein gar nichts gefunden. Das kannte ja irgendwie niemand. Was ist denn hier los? Wir probieren gerade aus, was gerade das dunkle Volk für komischen Shit machen kann. Was ich dafür auch noch nicht wusste, ist, dass wirklich theoretisch jedes Gebäude im Gebiet von Verbündeten oder Feinden bauen lassen kannst. Und es funktioniert, als würdest du, also zum Beispiel gerade hier die Aussichtstürme, die gehören offiziell mir. Die hat aber mein Verbündeter für mich gebaut. Und er kann daran auch nichts ändern. Eigentlich wollte ich nur eine der alten DV-Karten, die Grundlage für Dark Mirror gebildet haben, spielen, aber das hier wird gerade viel interessanter. Jetzt kann er die Zielobjekte von vorhin nachholen. Oh Gott, will ich wissen, was dann passiert? Das Ding ist, ich muss ja auch jemanden haben, der dann auch die Rohstoffe dafür hat. Man kann auch eine normale Mana-Produktion machen. Oh, oh je. Aber die dürfte ja eigentlich nicht funktionieren, oder? Wobei doch, theoretisch. Wobei, er kann ja eigentlich keine Arbeitsanimation ausführen. Der kleine Tempel funktioniert. Wie der funktioniert? Der dürfte doch gar keine Arbeitsanimation haben. Aber man kriegt keinen Mana dazu. Das ist nicht meine Definition von funktioniert. Die Römeranimation wird angespielt auf diesen Block hier, oder was? Aber ich glaube, die Äxte machen uns jetzt das kaputt. Einfach viele Zielobjekte von Gegner bauen, dann war es mit deren Gold. Ja, ich frag mich gerade, ob die Zielobjekte was bringen. Also kann das meine Kampfkraft erhöhen? Weil die Zielobjekte gehören ja theoretisch mir. Wobei, nee, wird es hier auf der Karte nichts bringen. Man könnte es auf einer normalen DV-Karte testen, aber hier würde es nichts bringen, weil die Kampfkraft per Skript gesetzt wird. So, Masterfrage. Kann ich Diebe erschaffen? Ja, kann ich. Aber ich kann sie nicht befehligen. Kann ich Gärtner erschaffen? Nein. Na gut, die bräuchten dafür halt auch. Dafür würden sie sowieso eigentlich auch Dings benötigen. Werkzeuge. Aber selbst wenn sie Werkzeuge hätten, würden halt auch nur hier die steuerbaren, nicht steuerbaren Dinger rauskommen. Ja, ich kann dunkle Gärtner tatsächlich im Priester, nicht im Priester, in Dings verwandeln. In Siedler. So viel das auch bringt. Bei den Gegnern Wohnhäuser überhaupt im rotes Land machen Siedler mal. Oh Mann, eine Siedler mal mit dem dunklen Volk. Ja, nee, ist klar. Das Traurige ist, das würde wahrscheinlich auch noch echt funktionieren. Wie gesagt, ich fände es eigentlich für sowas schon mal wichtig, dass Pilzfarmen auch einen Sichtradius haben. Ich meine, die Siedler da rum haben halt ein Ja, aber es bringt halt nichts. Jetzt müssen wir nur noch aussehen, was passiert, wenn man seitens dem Baum versucht, die Arbeiter vom anderen. Ich vermute mal, dass dann normale Sklaven draus werden. Weil das Spiel halt sagt, das sind normale Siedler, sie haben halt nur keine Textur. Aber du kannst sie wahrscheinlich normal versklaven. Das Problem ist, das Weingut kann man ja bauen, aber wahrscheinlich wird dann trotzdem nur Wein angebaut, wenn es halt auf grünem Land ist, oder? Weingut oder Wein schlecht, das ist die Frage. Oh je.
Einfach Arbeitsbereich verstellen, ja. Okay, also das funktioniert. Ey, Ubisoft, ihr macht das. Oh, der funktioniert auch noch, wirklich. Ist nicht euer Ernst, der funktioniert auch noch. Der arbeitet. Der arbeitet ganz normal, aber zählt das jetzt als mein Wein oder gehört er gleich der KI? Wir tun hier Dinge, die nie passieren sollten. Ich meine, das hier, hier hat er ja die Sachen auch weggenommen. Ja, er nimmt die Sachen da weg. Und er bringt sie runter. Dann steht's halt beim Gegner. True. Komm, dann haben wir einen blauen Siedler, der auf dem grünen Land rumläuft. Man merkt, das dunkle Volk macht Siedler einfach kaputt. Und ich meine, ich würde mir zwar für einen Nachfolger schon wünschen, dass zivile Siedler auch auf verbündetes Land können. Also scheinbar, dass man auch als Wikinger oder Amazone hingehen kann und Bienenkörbe auf die Felder vom Verbündeten platzieren kann. Solche Geschichten. Und auch da einfach zum Beispiel auch zwischen Marktplätzen, dass Handel möglich ist mit Trägern, wenn sie dafür nicht durch feindliches oder neutrales Gebiet müssen. Deshalb kann man es also nicht spielen. Ja komm, ich meine, das ist alles auch nur, weil das dunkle Volk halt nicht weitergemacht wurde, ne? Das sind halt alles unbeabsichtigte Nebenwirkungen, die irgendwann mal entstanden sind. Aber gut, okay, das ist hellblau, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir hätten das Spiel jetzt so kaputt gemacht, dass blau jetzt Trojaner und Römer gleichzeitig ist. Okay, ich glaube, das hat die KI jetzt komplett verwirrt. Marktplatz beim Gegner und dann kannst du... Ja. Sollen wir mal probieren? Bringt halt an sich nichts. Einfach Eselfarm der Gegner. Oh je, nein. Überleg mal, du rippst einfach seine komplette Siedlung, seine komplette Weizenproduktion, einfach Eselfarm baust. Auf der anderen Seite entstehen halt zig Esel. Vor allem die Esel gehören offiziell dir. Also ich glaube, die Esel müssten halt schon irgendwie der KI gehören, damit sie damit was machen kann. Aber es ist verrückt genug, dass es funktionieren könnte. Okay, ich möchte vielleicht nicht unbedingt hier ein solches Teil bauen. Oh Gott, ich glaube, du hast mir ein neues Forschungsfeld eröffnet. Das heißt halt leider auch, dass Kartenbauer halt auch entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, damit halt Spieler das nicht voll ausnutzen, gerade wenn es gegen Menschen sein soll. Random Gedanke, den ich gerade hatte, wie reagiert das Ganze hier eigentlich auf Lager? Also es scheint schon mal so, wenn ich das richtig... Aber doch, hier! Esel! Okay, wir können Esel produzieren. Dauert nur ein paar Minuten. Ah, wir können jetzt durch die... wir können durch die ganzen Siedler, die hierher kommen müssen, um das alles hier hinzuliefern. Können wir hier halt theoretisch unbegrenzt versklaven. Oh... Voll der Exploit hier. Aber man sieht einfach, dass die Animation von der Trojaner... das ist ja eine, der Trojaner kommt halt gar nicht damit klar, dass das die römische Eselzucht eigentlich ist. Bisschen OP, aber nur leicht. So, gucken wir doch mal, ob wir Sachen hier hin
liefern lassen können. Aber, kommt da was? Kommt da was? Das funktioniert auch noch. Wenn wir das jetzt noch verschicken können. Kannst du halt auch unbegrenzt Träger binden. Handelsschiffe und Werften könnten natürlich theoretisch auch funktionieren. Oder per Hafentrick. Hafentrick könnte Stonks sein. Überleg mal, du kriegst das hier oben hin. Irgendwie. Und zwingst dann praktisch dem Römer, den Wiking da oben hier die ganze Zeit deinem Römer verbinden, alles zu geben, was du möchtest. Ja. Aber ich glaube, die Esel funktionieren nicht. Ja, es ist schon so ein Big Brain Moment hier. Aber das Lager funktioniert. Hooray. Und es ist erstaunlich stabil. Na gut, der Tilling Error wurde ja behoben. Also vielleicht ist das auch einer von denen, die durch solche Karten gerne mal ausgelöst werden. Vielleicht läuft ein Esel vom Römer hin. Das kann eigentlich nicht sein. Das Ding ist, die KI muss halt auch erstmal Esel haben. Okay, da kommt nämlich jetzt gerade... So. Okay, jetzt ist es abgestürzt. Okay, da habe ich sogar... Die Strings habe ich, glaube ich, sogar mal gefunden und nummeriert. Aber ich glaube, das könnte so ein Standard-String sein, der kommt, wenn das Spiel überhaupt nicht weiß, was es vor sich hat. Kannst du... Ersetzt einfach normale Bäume auf dunklem Land. Okay, und du... Du machst normal deine Arbeit. Und Fahrzeug, das Problem ist, das funktioniert nicht. Nee. The program can't use this vehicle at the moment. Location Map Objects Vehicle Manager .cpp 723. Application will be terminated. So, schauen wir doch mal, ob wir irgendwo... Nö. Keine Chance. Und hier drüben auch nicht. Dann machen wir es eben auf die schwierige Tour. Wo ist Function New Game? Okay, ja. Ja. Yes. Aber er erkennt nicht, dass es einen Hafen gibt. Also das ist hier. Wobei? Versucht das trotzdem? Vielleicht, wenn ich noch ein Handelsschiff da hinsetze, was mir gehört. Ja, das Spiel hat dann halt einfach ein paar Fahrzeugtypen, die es nicht haben dürfte und kann damit nicht umgehen. Das Ding ist, ich weiß halt auch, dass das Dunkle Volk in der Settler Values einen Dieb definiert hat. So, und da weiß ich auch, dass das nicht der Grund ist, warum sich deren Dieb nicht bewegen kann. Sonst könnte man versuchen, ob man über die Weise den Esel
Funktionstechnik. Ja, das ist eine Werft. Das ist eine Werft. Das ist nicht das Problem. Aber die Werft... Ihr seht, sind hier die Schaltflächen komplett kaputt. Aber wieso... Sie schicken auch gar keinen Werftarbeiter dahin, stelle ich fest. Und Hämmer haben sie, oder? Ja, haben sie. Ja, das könnte an der Ausrichtung... Die hier. Die funktioniert. Man kann natürlich... Aber eigentlich glaube ich, dass die Werft guckt, wie die Sachen ausgerichtet sind. So, jetzt baust du mir gefälligst diesen großen Tempel. Ich glaube, das ist fast schon einfacher, wenn ich den Tempel einfach selber spawne. Ja, weil er sieht irgendwie nicht... Doch. Ja. Okay. Theoretisch habe ich hier einen Römerpriester. Jetzt frage ich mich nur, ob... Ob ich bei den Wikingern dann auch einen Wikinger... Wo ich glaube nicht. Wie gesagt, ich glaube, das Spiel geht intern irgendwie davon aus, dass ich irgendwie Römer sein muss. Wir können es ja mal bei dem Trojaner versuchen. Wenn wir irgendwo Platz finden. Fatal Error Exception. Liegt's am Schiff? Einmal kurz deaktivieren. Wobei ich glaube, ich... sogar dafür einen Workaround kriege. Strange Alliance. Er liegt an den Schiffen. Aber... Wenn ich jetzt hingehe. Ja, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, das dunkle Volk hat gar keine Einträge für in der Vehicle-Info für irgendwas. Selbst der Manacopter ist eigentlich kein Fahrzeug. Maya, Trojan, da. Wenn wir jetzt einfach die Einträge von den Trojanern kopieren. So, dann einmal Race Trojan austauschen gegen Race Dark. So, das Ding ist, ich glaube, Settlers United überschreibt die Building-Info auch erst zur Runtime, aber ich kann jetzt nicht über Settlers United starten. Jetzt kommen die Moves, zu denen ich nicht in der Lage war. No building rule for building 53, building port B of race 3. Ja. Der hat gerade keine. Der hat gerade auch mir wieder die building info überschrieben. Dann nehme ich halt das Originalding. Download map, start. Nein. Da, boom. Das einmal hier in die game data rein. Datei im Ziel ersetzen. S4 main. Okay, nope. Keine Chance. Da passiert gar nichts. Also Hafentrick können wir leider vergessen. So, was ich vielleicht nochmal gerade testen möchte. Getreidefarm. Funktioniert die in irgendeiner Weise?
Okay, er baut natürlich bis da drüben. Okay, das funktioniert. Das Ding ist, dass die ganzen DV-Karten halt... ja, da bleibt mir eigentlich schon fast nichts anderes übrig. So, gucken wir doch mal. Okay, er kann tatsächlich eine Pilzfarm bauen. Ja, nee, ist klar. So. Ignorierbarer FE. Wir haben natürlich jetzt keinen... wir können, haben jetzt natürlich keine Dings hier hingesetzt. Keine Axt. So, 100% habe ich. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt ein ganzes Set hier Objekte baue. What? What? Okay, also... Die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht ist, Zielobjekte haben keinen Effekt auf die Dings. Auf die Kampfkraft vom dunklen Volk. Okay, mit der meiner Kopf, der meiner Faktor können wir halt auch nichts anfangen. Ich habe eine Anomalie erschaffen. Oh ja, ich habe so einiges erschaffen hier, glaube ich. So, gucken wir doch nochmal, was hier so an Cursed Shit funktioniert. Okay, also der Förster funktioniert, aber der Holzfäller nicht. Das Ding ist, dass das Gebäude offiziell ein Weingut ist. Das ist halt wirklich nicht funktionsfähig hier. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Das Ding ist, ich habe ja gar keine verarbeitenden Gebäude. Also selbst wenn sich jetzt das Weingut hier als Imker entpuppen würde, könnte ich halt den Honig nicht weiterverarbeiten. Also das Wasserwerk funktioniert. Aber die anderen wissen nicht, was sie machen sollen. Was wir noch probieren können. Okay, es funktioniert nicht, weil es darauf ausgelegt ist, Wein zu akzeptieren und nicht eins seiner Gegenstücke. Also das funktioniert nicht. Also er verbraucht das Zeug, aber es gibt wirklich keinen Mana. Bin gerade komplett in meinem Element, würde ich eigentlich nicht so sagen. So, es gibt aber eigentlich, glaube ich, keinen Edge Case mehr, den wir hier groß noch ausprobieren könnten. Ah, okay, hier kommen natürlich auch nur 50 Siedler raus, weil ich natürlich das nie geändert habe.
Okay, die Getreidefarm funktioniert, aber doch, die Mühle funktioniert. What? Ach so, hier, der läuft unter dem Dings. Also das funktioniert. Es ist schon irgendwie cursed, das zu sehen. Warum kriegt man voll den epileptischen Anfall, wenn man dieses Flackern sieht? Anyway, ich glaube, das reicht auch für heute. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt nicht von allem auch eine Aufnahme gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich daraus ein Video gestrickt kriege oder nicht. Und aus dem Siedler 6 Teil vielleicht auch. Anyway, ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, denke ich. Ich weiß noch nicht, womit es da weitergeht, vielleicht dann Siedler 7, weiß es aber noch nicht. Wir sehen uns dann. Bis dahin.